Hallo liebe 3D-Druckfreunde, herzlich willkommen bei Willis 3D-Druckkanal. Mein Name ist Willi und ja, was ist denn hier passiert? Und zwar habt ihr alle das Intro gesehen, ich zeige es euch gleich aber nochmal. Und zwar möchte ich einfach mal testen, wie viele Meinungen es gibt, was da passieren hätte können oder passiert ist. Ist das jetzt ein Problem vom Drucker? Oder ist es tatsächlich hier, der Anwenderfehler? Meine Idee ist jetzt, ich zeige euch gleich nochmal das Video. Dann kommt eine kleine Pause. Dort steht dann, bitte drückt auf Pause. Drückt bitte mal auf Pause und macht einen Hashtag, wenn ihr meint, das ist ein Druckerproblem. Oder ein Hashtag, das ist ein Anwenderfehler. Und wenn ihr natürlich noch eine Idee habt, was da hätte passieren können, schreibt das bitte mit rein. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, es ist keine Antwort falsch oder doof. Ja, ich will einfach hier nochmal demonstrieren, was passieren kann, wenn man mit 3D-Drucker arbeitet, auch für Anfänger, dass man auf manche Sachen vorbereitet sein muss. Okay, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Es ist mal was Neues. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt. Also, ich zeige euch jetzt hier nochmal, was passiert ist. Ich wollte die Kamerahalterung für den Raspberry Pi, also auch für Octoprint, ausdrucken. Und ja, ich kam wieder und fand das vor. Schon eine Idee, was das sein kann oder wodurch das kommt? Tja, also hier bitte schreibt das in die Kommentarbox rein. Eure Antwort A, ist es ein Druckerproblem? Oder Hashtag B, ist es ein Anwenderproblem? Und wenn ihr eine Lösung habt oder ihr wisst, was das für ein Problem ist, schreibt es bitte auch rein. Okay, wir halten jetzt das Video an und dann zeige ich euch die Lösung. Nicht schummeln. Hast du schon reingeschrieben? Dann halt lieber jetzt nochmal an. Wie gesagt, es ist für alle gut, wenn man weiß, was es alles sonst noch hätte sein können. Ja, gut. Aber kommen wir, machen es nicht so spannend, kommen wir zur Lösung. Natürlich ist es B, mein Fehler. Ja, und zwar erzähle ich euch das kurz. Ich brauche das jetzt nicht in Cura zu zeigen. Hier für den Raspberry Pi, da drehe ich ja das zweite Video, was ein User gewollt hat und wollte die Kamera schon mal fertig drucken, damit man auch dann die Timelapse-Bilder machen kann. Und da habe ich gedacht, gut, der Viper kann ja auch mal sein Zeug selber drucken und nicht nur sein kleiner Bruder. Also lasse ich ihn drucken und wie ich wiederkam, habe ich diesen Salat da gesehen. Gut, da habe ich auch erst gedacht, hä? Überextrusion kann nicht sein. Nein, es könnte aber auch ein Heizbettproblem sein. Haftung. Also glaube ich nicht bei dem guten Hotbed. Muss es ja irgendein anderes Problem gewesen sein. Dann habe ich doch nochmal in die Datei geguckt und ich habe was gedruckt gehabt. Und zwar, wo man in Cura einstellen kann, dass er jedes Objekt einzeln drucken kann. Und das ist eine coole Sache, wenn man drauf achtet, dass der Kopf nicht in den Weg der anderen kommt. Ja, und das ist genau hier passiert. Also, er hat die ersten Teile gedruckt, dann will er das nächste drucken, komplett fertig, und hat mit dem Kopf natürlich dann, weil das so blöd positioniert war, natürlich als gegen das andere geschoben und gestoßen, und somit hat er dann irgendwann auch seine Haftung verloren und somit ist dieser Kabelsalat entstanden. Also eindeutig mein Fehler. Falls ihr das nochmal sehen wollt in Cura, ich wollte das jetzt hier nicht so lang machen, ich wollte einfach mal gucken, ob das interessant für euch sein kann, dieses Format, finde ich ganz lustig. Und ja, wenn ihr solche Probleme habt oder auch wissen wollt, wie die Leute darauf reagieren, schickt mir doch euer Video. Ansonsten möchte ich nochmal auf unsere neuen Serie hinweisen. Wir zeigen ja eure Probleme oder versuchen auch eure Probleme zu lösen. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Über eure Meinung, wie ihr solche Videos findet, würde mich mal freuen. Kann, weiß ich auch, vielleicht jetzt nach hinten losgehen. Aber
Es macht bestimmt Spaß und ich bin echt mal gespannt jetzt auf eure Reaktion und wie viele da mitgemacht haben. Also in diesem Sinne, nehmt es mir nicht übel, vielen Dank nochmal, dass ihr da mitgemacht habt und vielleicht für den einen oder anderen ist es so eine Hilfe und kann sich ein bisschen orientieren, was für Probleme so auftauchen können. Vielen Dank, bis zum nächsten Video, euer Willis 3D-Druck. Ciao.